Schon sehr interessant, weil wir ja alle keinen wirklichen Einblick haben. Wir sind ja alle darauf angewiesen, was wir über die Yellow Press so mitbekommen und überhaupt jetzt, was so zwischen Harry und Meghan so alles getratscht wird. Wir leben ja alle vom Gossip, vom Tratsch, ja. Was so getratscht wird, dass sie eine fürchterliche Dienstgeberin ist, zum Beispiel, ja. Oder dass auch getratscht wird, dass der Prinz Philipp Freundinnen hatte und seine letzte Freundin jetzt erst 65 Jahre ist und sogar bei seinem Begräbnis eingeladen war von der Queen, als auch bei Queens Begräbnis eingeladen war. Also das habe ich alles sehr interessant und spannend gefunden. Und ja, ich ernähre mich davon, von diesem Klatsch und Tratsch. Bitte, ich muss ehrlich sagen, ja, dass mir das von Kind an schon fasziniert hat. Und ich finde, mein Gott, warum soll es das nicht geben? Wenn ich denke nur an Großbritannien, dann ist das die beste Werbung, die das Land haben kann. Das sind die Queen gewesen und jetzt der König, also der König Charles. Also ich finde, ja, soll sein. Ich bin eine Monarchistin auf dem Gebiet. Ich bin eigentlich eine Sozialdemokratin, aber das ist ja ganz was anderes. Ich finde, es ist eine schöne Tradition. Es ist auf jeden Fall einfach Teil der Geschichte in vielen Ländern. Mal mehr, mal weniger. Einiges sehr positiv, manches vielleicht nicht ganz so, aber auf jeden Fall eine schöne Tradition. Und wenn man einen König oder einen Kaiser hat, erspart man sich die Bundespräsidentenwahl.